Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um den zweiten Teil einer Kampagne, Bündnis der Wacht. Und zwar ist das der zweite Teil der Donnerwacht-Kampagne, herausgegeben für Das schwarze Auge von Ulysses. Viel Spaß. Es macht auf alle Fälle Sinn, dass ihr euch den ersten Teil entweder durchgelesen habt oder euch die Rezension dazu angesehen habt. Ich werde das Ganze nochmal oben verlinken. Klickt einfach auf das i. Ansonsten, worum soll es gehen? Während im ersten Teil dieser Kampagne dieses Riesen-Elfenbündnis aufgebaut worden ist, in das die Helden unter anderem auch hineinschlittern können, es ist jetzt hier so, dass diese Bündnispartner ihre Macht ja, erfahren können, damit herumexperimentieren können und diesen Riesen dann rufen können, was dann eben auch geschieht. Der große Antagonist des Ganzen ist dabei Aschepelz, ein, wie ich finde, ziemlich cooler orkischer Bösewicht, der in den nächsten Jahren wohl auch vermehrt aufgegriffen wird, ein Tairach-Schamane, also ein, ja, ein zauberkräftiger Ork, der eben mit den Totengöttern kommuniziert und so das ein oder andere an Liturgien auspackt, ist eine ganz interessante Konstellation, die jetzt hier aufgebaut wird. Die Schwarzmagierin Ariana Meletaniem ist auch wieder dabei und wird dann eben für mächtig Trubel sorgen. Alles beginnt damit, dass die Helden nach einigen Monaten wieder zurück an den Ursprungsort gelockt werden. Das kann Lovang sein, das kann aber auch sein, dass wenn sie selber Bündnisträger sind aus Kapitel 1 dieser Kampagne, dann kann es eben auch sein, dass sie selber einen Ruf verspüren oder sie folgen dem Ruf der anderen, die dann in Lovang sie erwarten oder anwerben. Nachdem sie ein bisschen wieder gegen Orks kämpfen, erreichen sie die Harpienkönigin, die verwandelte Harpienkönigin, die dann weitere Informationen hat, da sie wohl eine gewisse Unruhe spürt und sich selbst als Führerin dieses Bündnisses sieht. Dabei kann es natürlich sein, dass die Bündnisträger immer wieder angegriffen werden, denn Aschepelz hat in der Zeit, die Helden unterwegs waren, ich habe gesagt, das findet mehrere Monate danach statt, hat einige Informationen gesammelt, unter anderem eben auch von dieser Schwarzmagierin und kennt jetzt diese Bündnispartner und versucht diese jetzt gezielt auszuschalten, damit er dann eben mit seiner Schwarzmagierin Riesen rufen kann, beziehungsweise ein anderes Ritual abhalten möchte, das er jetzt gerne benutzen möchte, um zum obersten Ork zu werden. Das Ziel ist es nun also, dieses zu verhindern. Wenn die Helden die Harpienkönigin erreicht haben, dann beginnt die Reise ins Orkland, um A, den Riesen zu suchen, B, herauszufinden, was diese Schwarzmagierin mit dem Riesen überhaupt vorhat und warum sie ihn ruft, und C, dann diesen Ork, der dann im Laufe der Zeit vorgestellt wird und als Aschepelz dann dieser große Antagonist wird, aufzuhalten. Das heißt, Riesen finden, Schwarzmagierin finden und ja, eben in dieses Bündnis eingliedern, weil sie sich bisher noch sehr rausgenommen hat und auch nicht ganz an den Fäden mitgezogen hat, und C, dann eben Aschepelz aufhalten. Was das genau für ein Ritual ist, ja, es geht hier um einen Kampf Riesen gegen Riesen. Da komme ich dann später im Finale nochmal zu, aber das sei an dieser Stelle schon mal angeteasert. Wie die Helden jetzt vorgehen, ist generell offen gelassen. Es gibt hier eine ganze Menge an Möglichkeiten. Was kann zuerst passieren? Was soll irgendwann im Laufe der Zeit passieren? Man kann sich auf alles verständigen. Man kann hier alles irgendwie versuchen. Man kann sich weitere Bündnispartner suchen, die dann hier eben helfen. Unter anderem wäre auch ein Bund mit Greifen möglich, also den Preios heiligen Tieren. Ob man diese Möglichkeiten dann benutzt oder nicht, ist natürlich A, abhängig auch vom Spielleiter, vom Meister und eben auch von den Aktionen der Helden und was sie dann eben tun und machen, um jetzt, nachdem all diese Probleme vorgestellt worden sind, ja, können sie sich dann eben selbst aussuchen, wie es weitergehen soll. Die Harpie tritt dabei angenehm in den Schatten, möchte ich einfach sagen. Die fliegt einfach immer so ein bisschen nach vorne und ist halt da, wenn man sie braucht. Sie wird nicht selbst eingreifen oder diesen Plot dann in eine Richtung drücken, wenn das eben nicht gewollt ist. Welche Szenen man dann im Orkland erleben kann, ist dann auch wieder abhängig davon. Das wird hier richtig gut vorgestellt. Es gibt
viele, viele Kämpfe, das muss ich dazu sagen. Wer also einen Sozialcharakter spielt, der wird hier nicht auf seine Kosten kommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber Magier werden hier sicherlich auf ihre Kosten kommen, genauso wie Geweihte. Vor allem, wenn man dann eben auch mal mit den, Greifen reden kann, wenn man mit denen verhandeln kann. Das wird auch für Geweihte wird das sehr, sehr schön werden. Ansonsten Kämpfer in jeglicher Form werden hier auch voll und ganz unterstützt. Es sind brutal viele Kämpfe. Und was ich richtig gut finde, ist, dass eben auch ein ordentlicher Jäger oder ein Wildnischarakter hier auch sehr unterstützt wird. Und mit seinem Tun kann er hier eine ganze Menge bewegen. Und die Gruppe sollte sich doch bitte auf einen solchen Wildniskundigen für Gebirge oder die Steppe sollte man sich da dann interessieren. Nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist, die Zeit könnte dann ja, wie gesagt, selbst befüllt werden mit eigenen Aufgaben, kann man dann den Antagonisten Aschepelz stören bei seinem Ritual und Punkte für sich selber sammeln und dann eben Aschepelz seine Probe erschweren, die er dann später für die Beschwörung oder für die Herbeirufung braucht, für das Erwecken von untoten Riesen. Ja, ich hatte das ja, wie gesagt, schon angekündigt. Es geht hier auch dann um Neunfinger, der dann als Wächter eingesetzt ist. Neunfinger muss abgelenkt werden. Das ist so der große Plan von Aschepelz. Und mit der Ablenkung von Aschepelz kann er selber dann untote Riesenmumien bis zu 3 Stück wiedererwecken, mit denen er dann sich selbst zu einem Orkchef erheben möchte, um da dann den Aika Brasorak abzulösen. Wenn die Helden das ein oder andere dann getan haben, um sein Ritual zu erschweren und sich selbst im Finale zu helfen, dann geht es los. Die Helden treffen auf Gorvindor oder Neunfinger, der bringt sie dann zu seiner Riesenhöhle und das Finale beginnt. Ja, das Finale beginnt und in dieser Höhle, die hier gezeigt ist, müssen dann die Nahkämpfer in den Kampf mit den untoten Riesen eingreifen. Gorvindor bzw. Neunfinger muss sich hier von 1 bis 3 untoten Brüdern widmen. Die Nahkämpfer könnten da eben versuchen zu unterstützen, auch wenn das sehr, sehr schnell sehr, sehr tödlich werden kann. Aber so muss das sein. Und ich finde, es ist auch beim Lesen schon das ein oder andere Mal so ein Gänsehautmoment entstanden, wo ich schon richtig Bock hatte auf dieses Finale bzw. das ganze Abenteuer, die Kampagne. Die Nahkämpfer kümmern sich dann eben um diese untoten Riesen. Die Fernkämpfer könnten versuchen, Aschepelz zu beschießen, der das Ganze kontrolliert. Und auch die Zauberer müssen sich dann eben irgendwie versuchen, da durchzumogeln. Aschepelz selbst wird natürlich auch beschützt von seiner Schwarzmagierin, die er da versklavt hat. Und am Ende geht es dann eben auch darum, dass ein bisschen soziale Interaktionen dann reinkommen, dass man dann eben die Schwarzmagierin auf seine Seite ziehen muss. Wirklich viel ist es aber leider nicht, sodass da wirklich die sozialen Charaktere leicht auf der Stelle bleiben, muss ich halt sagen. Aber das muss man eben von vornherein wissen. Dieses Finale, beziehungsweise diese ganze Kampagne an sich, ist dann eher auf den Kampf ausgelegt. Wie das Finale dann ausgeht, könnt ihr euch sicherlich denken. Aschepelz muss aufgehalten werden, er kann entkommen. Die Riesen werden wieder begraben, beerdigt. Und der Riese ist dann wohl höchstwahrscheinlich sehr zufrieden mit den Aktionen der Helden und das Bündnis ist besiegelt. Damit kann jeder der Helden, wenn er denn ein Bündnisrufer ist, jederzeit diesen Riesen um Hilfe bitten, und man hat eben diese Macht, diese Kraft, um sich gegenseitig aus der Patsche zu helfen bei einem Abenteuer, wenn es denn hier irgendwo in der Nähe spielt. Am Ende des Buches gibt es dann noch ein paar neue Regeln, die hinzugefügt worden sind, nicht nur für dieses Ritual der Bündnisrufer, sondern eben auch die Tairach-Schamanen werden hier vorgestellt mit ihren Regeln, mit ihren Zaubersprüchen, was sie hier so alles machen können. Das ist ganz interessant, was da noch hinzugefügt worden ist, wie dann ihre Proben funktionieren, wen das also interessiert. Ich weiß nicht, ob man sowas dann irgendwann spielen könnte, ein Tairach-Schaman oder später dann vielleicht auch Brasorak-Geweihte. Ob das wirklich sinnig ist, sowas zu spielen, weiß ich nicht, aber die Regeln sind da und die werden hier vorgestellt. Also damit ein guter Abschluss. Das wurde ja auch in dem Video der Kaiser Raul Convention ja ebenso vorgestellt. Auch da sei noch einmal das Video verlinkt, wo dann der Entwickler des Abenteuers dazu noch einmal spricht. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass wir jetzt in die Bewertung gehen, weil das Abenteuer dann zu Ende ist.
Ja, wir kommen zur Modularität. Ich gebe hier 3 von 4 Punkten. Das ganze Ding ist im Orkland angesetzt. Es kann zeitlich ein bisschen nach vorne und nach hinten verschoben werden, aber, das habe ich ja schon gesagt, es ist eine sehr große Sandbox. Die Spieler können sich aussuchen, was sie machen wollen, wann sie es machen wollen und überlegen sich eben selber, wie halte ich jetzt am besten diesen Aschepelz auf. Das gefällt mir gut, dass es dann eben nicht sehr linear ist, dass man dann von einem Ort zum anderen laufen muss, sondern dass der Spielleiter hier eben selber gemeinsam mit den Charakteren beschließen kann, wie dieses Abenteuer abläuft. Finde ich gut. Gerade wenn man sich dann eben noch ein paar andere Zufallsbegegnungen aus dem Orkland raussucht und die dann eben noch sehr fluffig einbindet, das kann für sehr, sehr großen Spaß sorgen. Hier auf alle Fälle guter Punkt. Sind leider nur 3 von 4. Weil es ist halt fest für DSA, es ist nach dem ersten Teil der Donnerwacht-Kampagne einzuordnen, kann auch losgelöst davon spielen, aber es sollte natürlich dann eben auch mit den Helden als Bündniswächter spielen. Spielspaß. Hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Es ist richtig viel Kampf, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt. Wer das also mag, wer das gerne spielt, der wird hier voll und ganz auf seine Kosten kommen. Alle anderen, naja, werden vielleicht ein bisschen genervt sein. Das kann ich mir so vorstellen. Dann sollte man das Abenteuer nicht anbieten. Aber ich finde, diese Kämpfe gehören eben ins Orkland. Wenn man sich dann überlegt, ich will da rein, ich will da spielen, dann muss eben auch eine Begegnung mit Orks nicht auszuschließen sein. Das ist einfach so und das kreide ich dem Abenteuer nicht wirklich an. Das ist inneraventurisch, logisch und schlüssig. 3 von 4 Punkten. Wie gesagt, Sozialcharaktere werden hier keinen Spaß haben, aber da muss man sich einfach den richtigen Helden mitnehmen. SL-Schwierigkeit, 4 von 4 Punkten, das Ding ist einfach zu leiten, man liest es sich einmal durch, man hat es verstanden, man musste sich nochmal die Handouts ausdrucken oder ja irgendwie auf den Tisch legen und dann kann man quasi losspielen. Da ist nichts, was irgendwie schwer wäre, das ist nichts irgendwie, was dann verstanden werden müsste, das ist einfach einfach. Bonuspunkte 3 von 4 mit Tendenz nach oben, eher 3,5, aber ich gebe jetzt hier einfach nur 3 Punkte. Zeichnungen sind teilweise sehr detailverliebt und dann wieder einmal sehen sie so aus, als ob da die Abgabefrist dann zu Ende wäre und man sich dann beeilen musste. Da sehen sie noch sehr unfertig aus, was mich wirklich stört. Gerade wenn ich mir dann auch nochmal die Illustrationen aus dem ersten Band ansehe, wo dann die Charaktere schon so ein bisschen eingeführt worden sind. Ich finde, da gibt es dann unterschiedliche Qualitäten und das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Der andere Punkt, der mich hier stört, was aber dann auch nur zu einem halben Punkt Abzug fehlte, deswegen sind wir dann auf diesen 3 von 4 Punkten, dass die Antagonisten wieder gebraucht werden und durch Hand of God gerettet werden, wenn man so möchte. Das heißt, wir brauchen Aschepelz noch und wir brauchen die Schwarzmagierin noch, die soll dann eben in den nächsten Publikationen rund um Lovang soll die weiter aufgebaut werden oder die soll generell irgendwo im Norden rumlaufen und deswegen dürfen die nicht sterben und werden dann eben am Ende des Finales werden die gerettet. Ob das jetzt ein Transversales ist oder ob die durch eine Krähenwand beziehungsweise sich in Krähen verwandeln und dann wegfliegen, ob das dann eben so gelöst ist. Okay, so werden halt Leute dann gerettet, die dann mit Hand of God beschützt werden müssen. Das ist eben so. Ich finde es schade, dass die Helden hier eben nicht die Wahl haben, dass sie dann eben diesen Aschepelz töten können. Das kann man natürlich in seinem Aventurien gerne so machen. Aber wenn sich diese Antagonisten eben als wirklich unfähig gezeigt haben, dann, naja, dann kann man sie auch zum Abschluss freigeben. Ist nur meine Meinung, aber ganz generell mit 13 von 16 Punkten ist das Abenteuer schon ziemlich gut bewertet. Spaß haben werden allerdings, wie gesagt, nur Kämpfer bzw. Jäger oder wildniskundige Charaktere. Natürlich dann eben auch die Geweihten, wenn sie nicht gerade Zargeweihte sind, und Magier, die können hier auch sehr auf ihre Kosten kommen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur anzugeben, der Preis pro Seite und den ganzen anderen Krimskrams. Punkte werden zusammengefasst und damit ist diese Rezension auch beendet. Ich hatte Spaß beim Lesen, ich hätte auch Lust zum Spielen. Wenn es irgendwo angeboten wird, dann schlag zu, lohnt sich auf alle Fälle. Damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.